Strahlentherapie kann die Beschwerden, insbesondere die Schmerzen und die entzündlichen Vorgänge, deutlich lindern. Hallo, ich bin Manuela Straub. Ich bin hier, weil ich an der linken Ferse einen Fersensporn habe. Wir haben es schon mit Einlagen probiert, die auch korrigiert worden sind. Hat leider nicht funktioniert. Physiotherapie auch nicht. Aus diesem Grund bin ich jetzt hier zur Bestrahlung. Ja, am Fuß behandeln wir im Wesentlichen zwei große Indikationsgruppen. Zum einen die Arthrose der vielfältigen Fußgelenke. Und Sie können sich vorstellen, es gibt bei über einem Dutzend von kleinen Knöchelchen viele Probleme am Fuß, insbesondere im Bereich des unteren und oberen Sprunggelenks. Die andere große Indikationsgruppe, und das ist sozusagen der Klassiker in der Strahlentherapie, sind bindegewebliche Reizungen an den Sehnenansatzbereichen, zum Beispiel am Fersenbein. Hier sehen Sie das Fersenbein und hier setzt die Plantarsohle, die Sehnen der Plantarsohle an. Und dieser Ansatzstelle ist oft einer Reizung unterlegen und das Ganze führt dann zum sogenannten Fersensporn. Der Fersensporn ist also eine ganz klassische Strahlentherapie-Indikation. Ein entzündlicher Prozess an den Sehnenansatzstellen am Fersenbein, die man schlecht wegkriegt, es sei denn, man hat viel Geduld und durchläuft viele Therapieoptionen und eine davon ist die Strahlenbehandlung. Ja, wir danken Ihnen für Ihr Interesse an der Strahlenbehandlung gutartiger Erkrankungen. Es ist in jedem Fall ein Versuch wert, insbesondere wenn man sonst mit anderen Methoden erfolglos war. Wenn Sie zu uns kommen wollen, reicht Ihnen eigentlich ein Überweisungsschein vom Haus- oder Facharzt. Und es wäre natürlich immer sinnvoll, Sie bringen alle Ihre Unterlagen und vor allen Dingen Ihre Röntgen- oder MRT-Bilder mit, damit eine vernünftige Bewertung erfolgen kann.